Ja, moin moin, hallo und herzlich willkommen hier bei Guild Wars 2. Wir schauen uns heute mal den Schmetzige-Lewigkeit Weg Nummer Duo an. Nee, Nummer Duo waren wir gerade. Weg Nummer 1 schauen wir uns an mit dem U-Boot. Und ich hoffe, mit den Frames geht es so, weil die brechen mir hier bei Guild Wars immer irgendwie regelmäßig ein. Woran das liegt, keine Ahnung. Ist halt eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war. Was könnte an der Auflösung liegen? Ich muss auch langsam mal wieder ein Fraps-Update ziehen. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ansonsten, wenn die Qualität nicht stimmen sollte, am Ende werdet ihr das hier einfach nicht sehen. Deswegen, was habt ihr zu verlieren? Nichts. So, ich bin hier im Moment in der Gilde Ill. Die CIA hat sich quasi aufgelöst, ich bin umgezogen und ich bin mit der Gildengruppe der Sonne unterwegs, die hier aber teilweise für ein paar Einflusspunkte ihre eigene Gilde repräsentieren. Und dann schalte ich einmal ins Teamspeak. Wir warten, glaube ich, gerade noch auf unseren Azura hier, der ist gerade noch austreten, aber wir machen hier schon mal den Anfang. So. Nimmst du Video oder Jo. was? Genau, hier halt immer zuerst die Wölfe, weil die durch ihren Ansprung-Skill-Fertigkeit unglaublich viel Schaden machen. Ich sollte vielleicht die Effekte ein bisschen runterdrehen. Naja. Ja. Jetzt bin ich da. WB. Oh, da hat man zum Beispiel gesehen, wie ich mich jetzt auf die Fresse gepackt hat. Und ich muss gleich noch meinen Buffhut schmeißen. Sehr schön. Währenddessen schaue ich mal auf meinen Tastaturbildschirm, wie die Frames per Second sind. 20 um den Dreh. Naja. Irgendwas muss ich mir da noch mal einfallen lassen. Das lief besser als ich dachte. Warte mal, ich könnte ja eigentlich mal. Ich hoffe, das schmiert dann nicht gleich ab. Kurz ist es abgeschmiert. Ja, das sieht doch sehr viel besser aus. Oder? Sieht's besser aus? Kümmert sich um. Ja, ein bisschen besser sieht es tatsächlich aus. Es liegt an der Auflösung, Marty. Oh, super. Mein Bein. Diese noch keine Zeitschleife, bitte. Und ich muss gleich nochmal auf meinen Hammer wechseln. Jetzt bitte. Meine Wut wächst. Für höhere Gerechtigkeit. Ich habe noch nie versagt. Ich werde jetzt nicht damit anfangen. Oder schon oft genug versagt, weil man das sterben lassen hat. Ja, der NPC ist nutzlos. Subjekt Alpha ist entkommen. Weiter. Ich will hier nicht begraben werden. Sie will nicht begraben werden, kriecht hier aber durch die Gänge. Typisch. Bleibt zurück. Seht, wie ich einen Knopf drücke. Oh, vielleicht lege ich auch einen Hebel um.
Für diese Situation hat sie 5 Jahre studiert. Achtung! Sicherheitsprotokolle aktiviert. Echt? Anlage wurde abgeriegelt. Hm? Nun, das war's mit meinem Fluchtplan. In Ordnung, hört zu. Es gibt 3 Notfallpläne für die Flucht. Wir können uns bis zum Eingang durchkämpfen und die Tür hinter uns versiegeln. Willst du denn eigentlich noch was dazu sagen? Ich kann ein Unterseeboot rufen. Ich kenne eine Schwachstelle, durch die wir entkommen können. Und es gibt ein Teleportlabor der Inquestur. Von dort finde ich sicher einen Weg aus dieser Spaßfabrik. Zeit für eine Entscheidung. Welchen Weg nehmen wir? Ich weiß nicht, wo der Banner etc. mitzunehmen. Ich habe hier meine Taktik-Banner mit. So, die Boss-Taktik hier ist eigentlich, wir sind ja in Weg 1. Das heißt, er hat an Fertigkeiten den Drachenzahn und das Anzünden gleichzeitig quasi. Und dann macht er seine Erdwelle. Und die Drachenzähne umgehen wir, indem wir uns halt direkt in den reinstellen. Marty ist ja als Ele, Heiler-Supporter dabei. Das heißt, er heilt uns da währenddessen hoch. Und wir Krieger stellen dann Banner für die Buffs und ansonsten einfach immer direkt an ihm dranbleiben. Da macht die Erdwelle dann auch nicht so viel Schaden, wenn man da, der hat unterschiedliche Größen von dieser Erdwelle. Und wenn man direkt an ihm dran steht, macht das auch nicht so viel Schaden. Genau. Du hast noch was vergessen. Du hast deinen Baum dabei. Das Wichtigste an der Situation ist keine Klone. Ah ja, genau. Keine Verbündeten etc. Weil die sorgen immer noch für extra Kreise. Weil und die keine sollten. Und keine Selbstmordquaggernbomben. Das genau. Ist unsere Geheimtaktik. Die darfst du noch nicht verraten. Genau, weil die schicken ihre Viecher weg. Minion Master rufen keine Minions. Und, Illusionen vom Mesmer direkt sprengen. Erfrischend. Ja, ansonsten. Die andere Phase ist dann ja erst später. 2-1. Oh. Genie, noch ein Stück ran. Oh. An ihn ran wieder. Meine Wut wächst. Schieben ihn so ein bisschen hier hin. So, ich habe hier mit meinem Hammersprung gerade Bereichsheilung gegeben. Kombofelder sind auch sehr schön. Sollte man viel mehr mitspielen. Und wo ist mein Banner hin? So, Banner Nummer 1, Banner Nummer 2. Und der Baum, der hier steht, den kann man sich für Karma kaufen. Wo eigentlich? Den kann man sich nicht für Karma kaufen. Nee. Schatzi, den kann man sich für Silber kaufen. Achso, okay. In Gendaran-Felder. Ah, okay. Wechsel auf Erde. Sag dann gleich das nächste Wasserfeld an. Oh, okay, das war jetzt sogar nicht mehr nötig. Mein Buffhut habe ich geschmissen. Gut. Ich frage mich immer noch, was das Hässlichste ist, was sie hier gesehen hat. Quaggan. Oh. So, jetzt kommen so ein paar Golems, die am besten auf eine Stelle ziehen und dann. Dann lasst mich als erstes reinrennen. Mit AOE wegknallen. Und danach kommt eine ganz lustige Sache hier. Bleibt ihr hier unten nicht ziehen kann? Jo. Hätte ich dann nicht als Messmann mitkommen können? Nein. Achtung! Gegenmaßnahmen eingeleitet. Bereit loszuwüten. So. Genau, an Buffhut habe ich halt den Omnombeerenkuchen mit. Der gibt hier 66 Chance, Leben zu entziehen. Und erhöht die Prezi. So ein bisschen. Ansonsten eigentlich bewegen, aber das geht hier. Wenn man Heiler dabei hat.
So, lustige Stelle. Wir haben hier 5 Konsolen, 2 auf dieser Seite, 3 auf der anderen Seite. Und wenn man da in diese Laserstrahlen rennt, dann stirbt man. Das heißt, 3 Leute müssen da durchkommen. Wenn man einen Messmer dabei hat, der kann dann ein Portal drüben hinstellen. Ansonsten kann der Messmer mit Augenschlag, glaube ich, ab dem 4. Laserfeld, also ab der 4. Lücke hier, sich dadurch blinzeln. Der Ele kann das mit seinem Blitzding auch. Wie heißt die Fertigkeit? Die heißt Lichtblitz. Lichtblitz, genau. Und ja. Ansonsten muss man das halt abtimen. Man fängt halt an zu springen, wenn nur eine Wand da ist, und dann stellt man sich quasi zwischen die beiden Wände und hüpft mit den beiden Wänden mit. Und da man hier sehr leicht stirbt, Rüstung aus, spart man sich Rennkosten. Du kannst dann die Konsole. Und 3, 2, 1. Warte, ich war gerade auf dem Stopp. Nochmal. Böse. Böse. Guckst du einmal mit Profis. Nein. So, jetzt mach mal hin. 3, 2, 1. Bei mir kommt kein F. Ups. Okay, alle warten, bis das F da ist und dann nochmal. Warte. Okay, jetzt geht's. Danke, aber nicht. Also TeamSpeak ist hier relativ gut. So, 3, jetzt. 2, 1. Beim ersten Mal. Immer weh. So, und dann schaltet sich da das Laserfeld aus. Hat man sie pro Wort entlohnt? Nee, hat man nicht. Achtung! Ja. Der Speiseraum ist geschlossen. Nein, nicht der Speiseraum. So, hier sind wir beim nächsten Boss, der Golem TB34RC3. Genau. Der hat hier so Türme um sich rumstehen, die ihm Segen geben. Und ich werde mich gleich zum Vergeltungsturm bewegen und den wegknallen, währenddessen die anderen einfach auf den Golem gehen. Die anderen Türme sind nicht so wichtig, dass man die wegmacht. Das Wichtigste in dem Sinne hier wiederum ist, wenn man ein Team mit Zustandsschaden hat, dieser Turm, der Reinigungsturm, der muss immer kaputt gehen. Dann sind die anderen egal. Bei direkten Schaden, der Turm. Jo. Bei 2 1 wir gehen rein. Gut, ansonsten setzt der halt Blitzfelder. Ich bin nicht rein. Blitz und Feuer. Blitz- und Feuerfelder. Also die Blitzfelder stunnen einen, wenn man da die Wand berührt. Das ist quasi wie der Luftskill vom Ele, der 5er. So ein Feld erzeugt er da. Da hinten sieht man es. Und wenn man dann da im Rand drin steht, dann kriegt man Schaden. Ich fange gerade erst an. Für höhere Gerechtigkeit. Dann wird Feuer. So, der Vergeltungsturm Feuer. Steht wieder. Einmal wegmachen und wieder weiter. Und den halt immer im Blick haben, wenn ihr dann die Position verlassen solltet. Was zur Hölle? Mir fällt gerade auf, dass ich noch in einem anderen Teamspeak bin. Aber das kann ich jetzt gerade nicht ändern. Also wenn ihr da jemanden im Hintergrund lachen hören solltet, das ist niemand von ihr. Wir hätte haben ich vorher dran denken müssen. Ne, wir haben hier nichts zum Lachen. Wir sind hier Sklaven. Ja. Die Finsternis unserer Seele atmen müssen. Vielen Dank an mich, dass ich vergessen habe, mich in dem Teamspeak zu muten. Naja. Müssen wir das morgen nochmal machen? Och, an sich können wir das morgen auch machen. Aber ich schaue, ach, das schneide ich einfach raus. Nein, das musst du als witzige Werbung einführen. Kennst du das noch so aus diesen Serien, wo dann beim Fernseher so Unterbrechung und so kommt und so noch so? Nein, ich kenne keine Werbung. Ich schaue keinen Fernseher mehr, seitdem es RTL gibt. Generell, das sind ja so Modeerscheinungen irgendwie.
Um im Internet irgendwas zu sein, muss man ja gegen die GEMA, gegen RTL und was waren das letzte? Die Musik- und Gaming-Industrie sowieso. Die sind ja böse. Die sind ja quasi wie Hitler. Spitz ist tot. Wer ist tot? Spitz ist wieder tot. Wer hat dies gemacht? Ach, die Kuh. Die ist so spitz und hat sich deswegen auf den Boden gelegt. Ja. Die hat sich zu dir gelegt. Geh mal rüber. Nee, ich wollte nicht. Hey! Ah doch, jetzt habe ich Loot bekommen. Ihr wisst ja Bescheid, bitte nicht reinrennen. So, oh, cool. In diesem Raum ist eine Konsole da hinten. In der Mitte an dieser Säule. Die hat, glaube ich, 5 Phasen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, da muss immer einer stehen und einen Knopf drücken. Dann lädt sich so ein Strahl auf. Und damit schafft man dann eine Sicherheitsstufe. Wir anderen verteilen uns währenddessen in diesem Raum. Jeder an einer Ecke. Also hier, hier, hier und hier. Und fangen die kleinen Mini-Golems ab, die spawnen. Die explodieren und machen Schaden. Und das Besondere ist, wenn der Typ an der Konsole Schaden kriegt, wird es abgebrochen. Wenn dann Araya vorne rechts, Süße hinten rechts, Mathe ist vorne links, Shovi hinten links. So, wenn dann die kleinen Golems vorbei sind, also wenn die erste Stufe durch ist, spawnen so silberne Golems. Das heißt, dann wird hier erstmal von der Konsole abgelassen und wir gehen die Dinger töten. Danach gehen wieder alle auf ihre Position, die kleinen Golems spawnen hier unendlich. Und dann, ist das Spiel mit der dritten Phase, Golems töten, vierte Phase, Golems töten, fünfte Phase, Ende. Und am besten immer ansagen, wenn ihr im Teamspeak seid, wie weit 75. Es ist, also 75%, dann kann man notfalls auch mal, keine Ahnung, 100. Sich vorbereiten darauf, dass es gleich vorbei ist. Und ihr seht oben rechts 1 von 5 Sicherheitsebenen umgangen. Wir gehen zuerst auf dem Golem Typ J da hinten. Oh, nee. K. Das ist ein K, ah. Wir haben ein K. Okay, die haben halt unterschiedliche Fertigkeiten, je nachdem, was sie für Buchstaben haben. Bis auf die Ps, die können eigentlich nichts, die lässt man stehen. Marco. Polo. Was ist denn klar, dahin? So. Nummer 1 ist gleich down. So, da ist der J-Golem. Für höhere Gerechtigkeit. Und der ist auch down. Und dann hier noch der P. Der kann eigentlich nichts. Ist halt so ein Death-Golem, Feuerschild. Völlig unnötig eigentlich. Kann nichts. Und wirbeln. Ja, nein, ich möchte nicht das Sicherheitssystem umgehen. Fühlt sich gut an. So, ist tot, alle wieder auf ihre Position. So, alle hopp. An. Einige Golems rennen gerne irgendwo anders hin. Und ansonsten einfach ganz normal hier wieder alles töten. 75. Was haben wir? Wir haben einen P, wir haben einen K, Kampfgolem K. Hier bei mir. Hey, das ist Nahkampf. Okay, wir gehen auf den J. Genau, dann können die einmal Nahkampfgolems sein und Fernkampfgolems. Und je nachdem geht man dann darauf. Und wenn ihr einen Wächter hat, kann der eh zusammenziehen. Also, das ist immer praktisch. Ja, generell zur Gruppenzusammenstellung. Wir haben hier eigentlich, wie gesagt, ein Heiler-Ele. Das ist aber halt rein optimal. Also Weg 1 geht auch so. Da braucht man nicht unbedingt einen Heiler. Da muss man dann halt beim Projekt Alpha schnell aufheben, seine Verbündeten, wenn die mal down gehen. Aber da reicht es eigentlich, wenn jeder Unterstützungsfertigkeiten mitnimmt. Genau, 2 Krieger für die Banner. Ein Wächter zum Schutz und so ein bisschen Bücherpower. Und ein Mesmer für die Zeitschleife. So, alle down? Alle down. Gut, dann wieder in Position. So, den habe ich gekriegt. Und dran. Den habe ich gekriegt. Den habe ich gekriegt.
Genau, ich spiele meinen Krieger zum Beispiel als Glaskanone. 70. Durch. Gut. Ich sehe einen P wieder, einen Nahkampf P. Ah, da hinten ist ein Fernkampf K. So, einmal F1. Und wenn ihr mit Kombofeldern arbeitet, ist halt gut. Wasser? Genau. Erstmal haben die Viecher heute Farbendrucktag. Wieso? Hast du schon wieder eine bekommen? Ja, ich schon wieder eine. Oh Mann. Den J, ne? Für höhere Gerechtigkeit! Oder? Achso, da ist noch ein J. Ja. Ich hab gedacht, er ist mit drauf gegangen, das ist auch von zuerst. Nö, der hat aber nicht mehr viel, ist jetzt down. So, das war, glaube ich, einmal Bereichsheilung, die ich gegeben habe. Durch das Kombofeld Wasser mit Kombo in der Explosion. Und solche Spielereien machen das halt unglaublich einfach. So, alle down. Alle dann. Und dran. Gut. Noch eine Stufe. Noch zwei, ne? Oder? Nö, jetzt die, dann ist ja die vierte, dann müssen wir noch umhandeln, das war's dann. Achso. Also war's ja dann in dem Sinne, es ist dann nur. Ey, mal jetzt die silberne, komm jetzt nochmal. Boah, kann ich nicht. Ich glaube, weil die so weh. Kannst nicht ändern. Hinten K. Was war das denn? Scheiße. Das geht also. Oh, einmal anfassen. Ja, tut's nicht. Danke. So. Jetzt ziehen wir zu. Genau, und durch meinen Buff-Food kriege ich halt immer, wenn ich einen Crit mache, eben halt typischer Crit. Char. Oh, was war das denn? Oh Gott, das wie viele Eiskristalle waren das? Das ist Y, der schießt Eiskristalle, verursacht damit jedes Mal drei Stapel Blutung. Kann mich einer aufheben? Komm schon. Dankeschön. Das war heftig gerade eben. Sehr seltener Fall, dass der mal alle Kristalle auf einen schießt. Einen Punkt schießt. So. Der ist down und da hinten ist noch ein P. Genau, und wenn der down ist, dann ist es auch schon geschafft eigentlich. Ich glaube, alle down. Ja, bin dran. Gut. Und das letzte Mal das Knöpfchen drücken. Jo, passt. Und durch. Sehr schön. Und dann gibt's hier eine Truhe. Ah, nur Mist. So, an der Stelle kann man sich jetzt entscheiden. Lasst sie nicht durch! Packt für den Banner ein, vergesst es nicht, ne? Jo. Wir haben, hier kommt gleich das Objekt Alpha das nächste Mal. Die Inquestur hat sich jetzt hier in dem Schild eingeschlossen und die Experimentviecher, die sie hier eingesperrt hatten, greifen die Kuppel jetzt an. Und dann haben wir gleich die Wahl, ob wir die Kuppel sprengen wollen. Und damit alles töten, auch die Inquestur-Leute, oder ob wir die Inquestur retten wollen. Wenn wir sie retten wollen, müssen wir gegen die ganzen Viecher hier kämpfen, können aber gegen Subjekt Alpha dann das Kraftfeld sprengen, da ist der so ziemlich dreiviertel tot. Wir lassen sie jetzt aber sterben, weil wir den Kampf hier umgehen wollen. Weil das ist eigentlich ätzender mit den Viechern. So, hier kommt jetzt gleich das Subjekt Alpha und der dürfte da gleich oben fliegen.
Oder auch nicht. Und hier spawnt jetzt gleich das Subjekt. Und dann werde ich es einmal... Kommt schon zu uns, die zwei. Nie zu viele Schätze haben. Da in die Kisten knocken. So. Na, wo ist es? Das ist... Und flieg. Und ich bin ein Kristall. So, zweite Phase von dem Subjekt. Das ruft jetzt Kristalle und sperrt einen ein. Das dauert, glaube ich, 15 Sekunden, die man da im Kristall gefangen ist, wenn man nicht von seinen Teammitgliedern befreit Wasser. Wird. Gut. Wechsel auf Erde. Genau, es kann auch mal vorkommen, dass das Subjekt buggt. Dann passiert nichts. Und dann sollte man ihm da nicht die Trotzigkeit runterschlagen, weil er sich dann resettet. Ich mache ihn genau. Wasser. Helft mir. Der Gegner darf nicht sehen, dass ich blute. Wasser. Gebaut. Gut. Kann ich gerade noch nicht wieder. Adrenalin steigt ab. Und ihr seht halt, wie viel Schaden das Vieh frisst. So, Wasser. Das war jetzt eine Bereichsheilung. Kann gerade nicht hochheilen. Und sogar gar nicht schlecht, und man hat hier 40 Sekunden dann halt Regeneration, wenn man mal so eine Bereichsheilung trifft und sowas. Das ist extrem gut. So, und das Vieh ist down. Noch einmal hier die Asura wegmachen und dann geht's auch direkt zum nächsten Boss. Ich hasse ihn. Ja, der ist ein bisschen komplizierter, weil man den nur angreifen kann, wenn man ihn gleich gegen eine Wand laufen lässt und der backt da teilweise ein bisschen rum. Oh, geladener Magnetstein. Bitte. Du mich auch. Und ich glaube, den werde ich entweder Tari verkaufen. Tod, Verbrennung, Stromschlag, oder direkt. Also ich würde den eigentlich am liebsten, ich würde sagen, wir nennen ihn Karl. Das ist unser kleines betrunkenes Baby, was immer gerne gegen eine Wand rennt und nie dazulernt. Genau. Immer, Klopp. Wenn der da so gegen eine Wand läuft, verliert er sein Eisschild und wir können ihn angreifen. Und dann liegt er erstmal eine Runde auf dem Boden. Der hat so einen Angriff, mit dem er einen so durch die Gegend fetzt. Der macht aber keinen Schaden. Sondern ist eigentlich nur ätzend, wenn man dann wieder an ihn ranlaufen muss. Und er spawnt hier halt so Eisfelder, die eigentlich ganz gut Schaden machen. Aber die brauchen so 3-4 Sekunden, bevor sie dann fertig sind und wirklich durchknallen. So, jetzt hat er da die Schuppen von Jormak aktiv. Das heißt, wir müssen ihn hier gegen einen von diesen Hitze-Elektrosäulen rennen lassen. Dann verliert er das gleich. Jetzt zum Beispiel. Und dann einfach wieder auf ihn rauf und Schaden machen. Und das geht so eine ganze Weile. Wenn jemand unfällt, resten. Und ansonsten kann man sich hier zum Beispiel aufteilen. 3 gehen an die Säule da hinten. 2 an die hier vorne. Dass man den dann so ein bisschen hin und her ziehen kann. So, da hat er sich wieder gemault. Und weiter Schaden drauf. Und bevor jetzt einer rumflammt und sagt, der Krieger benutzt gar nicht seine Elite, benutze ich den mal lieber. Oh. Und gleich dürfte er sein Schild wieder haben. Ich gebe den mal als Target. Jo, er hat sein Schild wieder, das heißt in die Nähe von so einer Säule. Und da rennt er wieder und er ist wieder genockt. Ich glaube, wenn er so ist, kann man ihn sogar... Ja. Wenn er sein Eisschild nicht hat, kann man ihn sogar durch die Gegend prügeln. Ich glaube, dadurch kann man dann ihn dann gegen so eine... Nee, gut. Verlängert die Wirkungsdauer nicht, wenn er dagegen geschlagen wird. So, aber da hat er sich wieder ermault. Und ihr seht, das geht doch eigentlich recht billig. Trotzdem nervt.
Aber sagen wir es mal so, er läuft wenigstens nicht mehr hinter den Säulen, jetzt sagt. Ja. Der kann nämlich auch hier zwischen Säule, also zwischen Heizgerät und Säule durchlaufen, was ich zum Beispiel nicht kann. Bist zu fett. Ja. Aber ich habe einen coolen Rucksack. Aha. Machen wir ihn tot. Und wirbeln und down. Wir haben es fast geschafft. Sehr schön. Letzte Truhe abgreifen und dann geht's jetzt zum Endboss und der ist so ein geladener Kern. Was ist, ey? Bis raus! Ich nehme ich nicht mehr mit. Und das ist Subjekt Alpha. Ein letztes Mal. Wir machen es halt wieder so, wir nehmen Banner mit. Ich werde ihn dann mit einem Kolbenhieb, der hat halt einen Rückschlag von 450, in die Kisten prügeln. Und dann nehmen wir ihn auseinander. Den immer hauen musst. Alle bereit? Warte. Ja. Gut. Oh, ich habe sogar noch 40 Sekunden Buff-Food. Und pau. Und ran an ihn. Bin schneller als ein Centaur. Banner Nummer 1. Banner Nummer 2. Und ich habe jetzt natürlich nicht meinen Hammer dabei. Das heißt, ich kann gerade kein Combo-Ende Wasser geben. Na, klasse. Genau. Seine neueste Fertigkeit, die er dann im Endkampf bekommt, ist, dass da diese komischen kleinen Teerviecher auftauchen, die Alpha-Essenzen. Wenn die ihn erreichen, können sie ihn so ein bisschen heilen, aber eigentlich macht man genug Schaden, dass man das da mit kompensieren kann. Die Erde ist meine Waffe. Und er packt. Sehr schön. Das heißt, jetzt macht er eigentlich gar nichts. Er hat immer noch seine 5 Stapel Trotzigkeit, die nimmt man ihm jetzt nicht runter. Genau, und macht einfach Schaden auf ihn. Und er wehrt sich jetzt nicht mehr. Und solange man halt die Stapel Trotzigkeit nicht runter macht, irgendwie ist jetzt gerade einer verschwunden, aber naja. Macht er auch nichts mehr, bis zum Ende dann. Süße, du kannst Krone rufen. Ach, echt? Jetzt, ja. Aber ansonsten ist der halt genau so, wie wir ihn schon die ersten beiden Durchlaufe gemacht haben. Mit Kristall, mit Erdwelle und mit Feuer. Bin schneller als ein Centaur. Das war knapp. Na, seht ihr, da ist eine Alpha-Essenz rein und wir hatten den Schaden eigentlich direkt wieder runter. Oh, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Tut mir leid dafür. Ich fühle mich gut. Aber ich muss irgendwie nochmal mit dem Traps gucken. Das leckt hier immer noch rum. Und wenn er gleich down ist, direkt looten, weil seine Leiche verschwindet. Also direkt mit F drücken, aufnehmen. Und jetzt kommt die letzte Filmsequenz. Es gibt hier echt nur 3 Filmsequenzen. Das Unterseeboot kommt. Ihr könnt aber natürlich auch schwimmen, wenn ihr wollt. Ich hätte wissen sollen, dass es in einem Lager der Inquestur nichts Unkompliziertes gibt. Wäre doch passend, wenn die Haie den Laden hier übernehmen, wenn wir ihn fluten. Wir haben noch nicht mal eine halbe machen Stunde. Machen wir uns bereit. Ja, gerade eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Hey, super Zeit. Passt. Zufrieden. Genau, und jetzt werden wir hier alle erbärmlich ertrinken. Wir müssen zum Unterseeboot. So. Vorher nicht meine Sehenswürdigkeit entdeckt. Aber ich hab gedacht, das ist ein Combo-Feld. die Sehenswürdigkeit hier hinten ist immer noch entbuggt. Martin Kerstein, wenn du das hier sehen solltest, mach mal was dagegen. Genau, und ansonsten gehen wir jetzt raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich fürs Mitkommen. Und wir sehen uns im nächsten Video, ne? Bis dahin, dann macht es gut und tschüss.
Wir lieben euch. Oh Gott.